Was ist das? Ah, roher grüner Smaragd. Hier kriegt man Smaragd auch ohne, dass ich Gegner besiegen muss. Was ist das? Kürbis. Naja, sah auch aus wie ein Kürbis. Ich hatte nur Angst. Nachts sind immer die Krieger, San. Ja gut, aber es gab jetzt schon drei verschiedene, ne? Einen mit Blitz, einmal einen mit Feuer am Kopf. Und immerhin hat der Blitztyp ja meine komischen Dinge gedroppt. Melon? Das war keine Melone. Meinem Tier so eine Fackel hinsetzen, aber hier oben drauf. Obwohl das irgendwie nichts bringt, denn hier unten drunter ist immer noch dunkel. Logischerweise. Mastery Sun? Ich bin hier im Mastery 300. Was? Ich muss unbedingt nach Hause. Ich muss irgendwie was herstellen. Ich kann nicht nur ernten. Ne, kennt ihr das? Ihr wollt eigentlich was herstellen, dafür seid ihr losgegangen und was macht ihr? Ihr erntet und erntet und erntet. Aber die grünen Smaragde sind so. Ich brauche sie. Unbedingt. Ganz unbedingt. So, das ist Kupfer, das lassen wir erstmal da. So, was ist das jetzt hier? Pumpkin Seed oder was? Ich bin voll. Na gut, dann lassen wir es liegen. Was ist das für ein Ding? Grillin! Okay, das Grillen bei Level 6 ist schon risikohaft. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal genug Zeug. Außer natürlich, ich sehe nochmal ganz kurz eine Ader Smaragde. Ey, da waren Karotten. Die braucht ihr auch für irgendwas, aber ich ernte die noch nicht. Ich habe nämlich gar keinen Platz für Karotten. Glaube ich. Scheint nicht so. Oh, was habe ich denn da? Schriftrolle der Heilrolle. Schriftrolle der Heilung. Die sind wahrscheinlich gut. Nur nicht für mich. Oh, ein Portal. Aber das sind gelbe, ne? Kann das sein? Ich würde sagen, jupp. Du gesagt bis 150 und ich frage Master. Ich meinte Level. Also, Ingame-Level. Weil hier gibt es jetzt erstmal nur 30. Na, guck mal, aber wenn man. Wenn man die Maus sagt, komm, geh runter. Na, dann gibt es da noch Platz. Da gibt es noch richtig viel Platz. Ach, da unten ist noch mehr Smaragde. Ich darf da nicht hingucken. Ich habe aber geguckt. Oh, warte, aber der da oben, den müssen wir einmal. Ah, der, wer weiß, was er droppt. Erst noch in die Smaragde und dann gehen wir erstmal weiter. Also zurück, nicht weiter. Denn wir wollen ja jetzt was Schönes bauen. Also ich möchte was Schönes bauen. Neue Rüstung, neuen Stab, neue Rüstung, neuen Stab. Das hier sieht cool aus. Einfach nur, weil es stylisch ist. Zum Glück könnte mich auch töten. Ach, wer macht denn sowas? Oh, leider ein Stück gescrollt beim draufdrücken auf die mittlere Maustaste. Da macht er hier ein... Warte mal. Ich finde gut, dass das keine Mana kostet, wenn man nichts trifft. Also wenn man sich so wie jetzt, wenn ich mich mal verklicke, dann ist es nicht ganz so schlimm. Was ist dein Lieblingsschein, Trove? Da kann ich mich doch jetzt gar nicht drauf konzentrieren. Doch. Denn der Rivenor für Shadow Tower. Der Lunadancer zum Farmen. Schrägstrich Boomeranger als Abwechslung. Ansonsten geht so. Die restlichen sind alle einfach so. Wenn ich sie mal benutze, benutze ich sie. Wenn nicht, dann nicht. Meistens wegen Challenges habe ich die meisten nur. Gibt das eigentlich Steine hier? Ne, das ist Erde. Guck mal, da hinten ist noch mehr von den Grünen. Na gut, das sind jetzt wirklich die letzten. Ja, Mama, ganz ehrlich.
Es gibt, ich guck, ich drehe mich da noch nicht mehr um. Ich öffne die nur eben schnell und dann schnell mit M weg. Aber ich glaube, ich weiß schon, warum man hier ziemlich viel Zeit investieren kann. Ich muss mal kurz gucken, gibt's schon eine Giveaway? Ah ne, warte mal, ist ja gar nicht drauf. Aber wir haben schon 18 Uhr und ich habe das Gefühl, ich hätte erst noch eine Stunde gestreamt. Und es sind schon zwei fast rum. Nein, jetzt kann ich die nicht mehr aufsammeln. Was habe ich für Scheiße? Ich muss das wegwerfen. Agave, weg mit dir. Agave, da unten. Achso, übrigens weiß ich, dass das wie bei Terraria funktioniert. Ne, doch nicht. Genau. Man kann zwar reinlegen und kurz was sortieren, aber wenn man einmal aus dem Menü rauskommt, ist es weg. So war das. Meine Fee und dieser mit Minus. Wie mit Minus? Oh. Okay, ich habe gesagt, ich drehe mich nicht um und guck nicht hin. Weg, schnell, 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 schnell. Bevor ich wieder, ne, vergesse und wieder was sehe und das abpacke und... Oh nein, oh nein. Jetzt wieder hier durchfahren. Jingle Bells, Jingle Bells. Ach nee, Weihnachten ist vorbei. So, unser Haus war da. Jetzt müsste ich echt mal anfangen, hier so eine kleine Strecke zu bauen mit Steine. Dann können wir da hinführen. Ne? Oder ich baue mein Haus doch eben auf Etage 3. Ebene 3. War auch cool. So, jetzt geht's endlich los. Jetzt kann ich erstmal gucken, was ich alles da schnell reinbringen kann. Oh, ich habe schon erste gelbe. Cool. Na toll. Na toll. Na toll. Okay, also Steine. Packen wir die mal da eben rein. Das da rein. Ich habe so viele Smaragde jetzt. Okay. Damit habe ich das schon mal erstmal weggemacht. Dann wollen wir gucken, was wir jetzt bauen wollten. Ne, da war das alles, was ich bauen kann. Oder für mich zumindest bauen wollte. Das wollte ich bauen. Den neuen Stab. Dafür brauche ich veredelter grüner Smaragd. Das hole ich mir jetzt erstmal. Der war, glaube ich, hier dran, ne? Oder war, der war am Altar. Oh, gut. Die waren alle am Altar. Veredelter grüner Smaragd. Zwei Stück. Bitte? Lügen darf man nicht sagen. So. Wie kommt es, dass du streamst? Genau. Ja, es gibt keinen Grund zu streamen, oder? Achso. Nee, also ich hab ja immer darauf gewartet, noch ein anderes Spiel streamen zu können. Irgendeins, was mich so fesselt. Und ich noch nicht Let's Play hab, weißt du, gleichzeitig. Und das macht natürlich hier schon Sinn. Ausrufezeichen Zahn habe ich gewonnen. Und ich finde, das ist schon cool. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt ein Let's Play machen soll. Ich denke mir immer die ganze Zeit, man kann es auch einfach so als Stream machen. Und dann kann ich immer schneiden in 20 Minuten Parts oder so oder 15 und das einfach immer hochladen. Dann hat man auch das Let's Play auf YouTube, aber ich streame es einfach. Dann habe ich ein bisschen mehr mein Livestream hier geboostet. So. Außerdem kann es dann auch sein, ne, das ist viel cooler, dass ich dann vielleicht so den ein oder anderen Code bekomme, um den mal rauszuhauen, von dem Spiel meine ich jetzt. Dann kann der ein oder andere das sogar mitspielen. Und zwar for free. So, Kupferstab der Natur. Ich muss natürlich meinen Barren rausholen. Ich weiß, das hört sich jetzt etwas seltsam an. Keine Sorge, das ist voll jugendfrei, wenn ich meinen Barren raushole. Kupferstab der Natur. Kupfersense. Also es gibt schon mal zumindest verschiedene Waffen. Einige haben sogar Effekte. Natürlich hat der 1% Mana-Regeneration. Wow. Egal. Wir wollen jetzt in 2 Sekunden unser Ding herstellen hier. Oh, wir haben eine neue Waffe. Unten reinpacken. Und wegpacken. Das haben wir schon mal. Jetzt die Rüstung. Wir gucken mal, wie Qualität 8 Rüstung hergestellt wird. Leinenstoff haben wir noch nicht. Das heißt, die können wir nicht. Magischer Ring des Donners. Da müssen wir veredelter Stromquarz machen. Und wir müssen am Amboss. Warte mal, den Stromquarz konnte man hier nicht herstellen. Genau, herstellen.
Hier ist der Amboss. Ah, ja gut. Ich muss das Zeug natürlich erst mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt für ein schönes Ringchen hier rauskriegen. Immerhin resistent gegen Stromschaden und Mana. Ne, warum nicht? Herstellen. So, das haben wir auch hinter uns gebracht. Finde ich gut. Die Hose haben wir. Ne, Mystiker. Genau, das hatten wir. Andere können wir nicht. Stab haben wir. Was wollten wir überhaupt noch bauen? Ich habe so viel Zeug gesammelt für das bisschen. Ach so, und mein Magiedingen. Warte, das kann ich auch machen. Stufe 2 Blitzschlag. Da brauche ich 5-mal grüner Smaragdstaub. Hatte ich den nicht letztes Mal schon? Ich habe den neu reingepackt. Strom, Quarz, Staub. Hm. Magie, da. Grüner, ach, grüner Smaragdstaub. Genau, ich hatte keine Smaragde. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, es reicht. Danke. Sieht aus wie eine Mischung aus Rust und Minecraft. Ich muss sagen, Rust kenne ich jetzt gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, was das war für ein Spiel. Kann aber sein. Und Minecraft natürlich. Egal was für ein Spiel mit irgendwelchen solchen Blöcken ist, egal was, alle werden erst Minecraft sagen. Einfach weil es eines der Grundspiele war, die sozusagen das hier voll rausgehauen haben. Hm, was war das jetzt da? Magie. Blitzschlag 2. Und den hier, ne? Genau, da wollte ich, das wollte ich auch bauen. Nimm ruhig mit. Pack den da unten mal rein. Jetzt müsste ich nur mal eben noch eine Kiste bauen. Wie immer. Kisten ohne Ende. Kisten, Kisten, da. Achso. Ich habe kein Holz dabei. Natürlich nicht. Ist auch gar nicht da drin. Da ist es. Ich frage, es gibt hier irgendwann Schilder, dann kann man das so dran schreiben. Das wäre cool. Dann wäre es alles ein bisschen leichter. Ich denke mir mal, irgendwann muss ich mir wahrscheinlich einen Truhenkeller bauen. Reinziehen hier unten. 8. Jetzt werde ich mal im Tier gucken. So, jetzt werde ich es da endlich hinsetzen. Ich habe ja gesagt, für sowas wie Seeds mache ich das normalerweise. Ach, ich bin voll. Mache ich das normalerweise draußen. So, Smaragdbaum, Rubinbaum, Frühlingsbaum. Sommer und Herbst haben wir noch nicht. So. So, freut sich hier eigentlich auch schon jemand so auf das neue Turf-Update wie ich? Also das neue meinst du hoffentlich das, was demnächst kommt, nicht das, was heute kommt. Weil das, was heute kommt, ist so, naja. Geht so. Warum haben wir viele von den Dingern hier? Kann man nicht, ja, ach guck mal, sogar die sind in der Lage, wenn man einen Stack auf einen Stack zieht, dass die sich übereinander legen. Weißt du, aber Hauptsache, das schafft Turf einfach immer noch nicht. Nach so vielen Monaten gefühlt. Der Verzweiflung. Na, also, selbst die können das. Das ist nicht einfach Deko, die muss ich gleich woanders hinpacken. Das ist eine Ressource, das ist eine Ressource. Ist das überhaupt Ressourcen? Ja, gut. Das und das und... Mana-Tränke. Muss ich mal gucken, vielleicht brauche ich die irgendwann. Die packe ich erstmal wieder unten rein. Die auch. Der Patch ist schon fertig? Ach ja, ist ja auch schon ziemlich spät. Ich habe ja auch nicht erwartet, dass ich so lange hier streame. Aber es ist leider so, das Spiel macht süchtig. Kennt er das? Kennt er das? Kennt er das? Stimmt. Machen wir mal mit dem Tier zu Ende, damit wir das Zeug... Achso. Weil dann kann ich hier das Zeug wegnehmen, aber halt die da reinpacken. Oh, schon wieder fast voll. Willst du 12 angreifen?